Mein Name ist Marcel Knecht und ich erkläre Ihnen heute die Bedienung des Monteurset Blue System. Die neueste Konfiguration des Monteurset Blue System, ausgeliefert in einem stabilen Transportkoffer, besteht aus folgenden Geräten: 2 Neigungsmessgeräte Blue Level, ein Anzeigegerät Blue Meter Sigma, ein Zapper, ein Kabelset, Baumwollhandschuhe, Betriebsanleitungen und eine Konformitätserklärung mit der Bestätigung, dass wir alle Spezifikationen einhalten. Folgende Konfigurationen bzw. Konstellationen sind möglich: Kommunikation ausschließlich über Kabel. Dies ist speziell dann gefragt, wenn in Werkhallen der Betrieb von Funksystemen nicht zugelassen ist. Kommunikation über Funk, sofern die Geräte über ein Funkmodul verfügen. Auch gemischte Formen sind möglich, das eine Gerät über Kabel, das andere Gerät über Funk verbunden. Bei Auslieferung der Geräte sind die Funkverbindungen über Bluetooth vorkonfiguriert. Das heißt, Sie können mit dem Messsystem sofort messen. Bei einer funktionierenden Gruppe muss das grüne LED an den Messgeräten und am Anzeigegerät so oft blinken, wie Geräte in die Messgruppe eingebunden sind. In unserem Fall 3-mal, für 2 Messgeräte und ein Anzeigegerät. Ich erläutere Ihnen nun, wie die Gruppierung eines Blue Systems über Funk funktioniert. Wenn Sie eine neue Konfiguration erstellen müssen, stellen Sie als erstes sicher, dass der Funkbetrieb aktiv ist. Wenn die LED unter Radio Off rot leuchtet, ist der Funkbetrieb ausgeschaltet. In diesem Fall müssen Sie im Menü Options den Menüpunkt Radio anwählen, mit der Plus- oder Minustaste den Status ändern und mit der Enter-Taste bestätigen. Nun ist der Funk eingeschaltet. Am Blue Level wählen wir das Menü Radio und bestätigen 2-mal mit der Enter-Taste. Jetzt ist auch das Blue Level eingeschaltet. Bevor das Messsystem gruppiert werden kann, ist es wichtig, die Messgruppe komplett zu trennen. Dies geschieht wie folgt: An allen Geräten das Menü Leave auswählen und mit der Enter-Taste bestätigen. Zur Kontrolle: Das grüne LED an den Messgeräten und am Anzeigegerät blinkt jetzt nur noch 1-mal. Wichtig ist es zu wissen, dass immer nur 2 Geräte gleichzeitig gruppiert werden können. Wählen Sie am Blue Meter Sigma den Menüpunkt Join und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Das Gleiche tun Sie am Blue Level. Sobald an beiden Geräten die grüne LED flackert, bestätigen Sie an einem der beiden Geräte die Verbindung mit der Enter-Taste. Wenn dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen ist, blinkt die grüne LED 2-mal. Diesen Schritt wiederholen wir nun mit dem zweiten Blue Level Messgerät und dem Blue Meter Sigma. Die Konfiguration ist dann abgeschlossen. Über diese Funktion können maximal 8 Geräte gruppiert werden.
Die Gruppierung der Messgeräte ist alternativ auch über Kabel möglich. Mit den mitgelieferten Kabeln verbinden Sie die Messgeräte mit dem Anzeigegerät. Wählen Sie nun am Bluemeter Sigma den Menüpunkt Join und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Der Gruppierungsprozess läuft nun automatisch ab. Die nachfolgenden Konfigurationsschritte sind identisch, egal ob Sie mit oder ohne Kabel arbeiten. Als nächstes können Sie die Messgeräte, mit welchen Sie arbeiten wollen, auswählen. Wählen Sie mit der On-Mode-Taste das Menü Sensor und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Mit der Plus- oder Minus-Taste können Sie standardmäßig folgende Konfigurationen auswählen: Messgerät A, Messgerät B, Differenzmessung A-B. Möchten Sie aber ein Objekt gleichzeitig in X- und Y-Richtung ausrichten, dann wählen Sie die gleichzeitige Anzeige der Messgeräte A und B. Mit dieser Einstellung werden beide Achsen unabhängig voneinander angezeigt. Die Auswahl bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Welches Gerät wird nun als A und welches als B verwendet? Die Zuordnung der Messgeräte erfolgt über die Seriennummer. Das Messgerät mit der Seriennummer I0313 ordnen Sie A zu. Das Messgerät mit der Seriennummer L0214 ordnen Sie B zu. Damit ist die Konfiguration abgeschlossen und beide Messwerte werden auf dem Bluemeter Sigma angezeigt. Sie können jetzt mit der Messung beginnen. Die LEDs erlauben uns, den derzeitigen Status des bzw. der Geräte zu erkennen. Wenn Sie den Zapper betätigen und das IR-Signal empfangen wird, leuchten beide roten LEDs auf. Sind die Geräte untereinander über Bluetooth verbunden, leuchtet die blaue LED. In unserem Fall sind drei Geräte miteinander verbunden. Deshalb blinkt die grüne LED dreimal. Wenn Geräte nicht mit Bluetooth ausgerüstet sind oder der Funk ausgeschaltet ist, leuchtet die einzelne rote LED. Mein Name ist Marcel Knecht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zu den Wieler Präzisionsneigungsmessgeräten finden Sie auf unserer Homepage oder unserem YouTube-Channel. Besten Dank!